Gut, dann gucken wir, was den SOS-Sender. SOS-Sender macht. Zugang gewährt. Abschussrohre werden vorbereitet. Na, natürlich. Was war das? Die Minenarbeiter müssen die Abschussrohre mit Sprengfallen versehen haben. Die sind hin. Na super. Wir können den Sender ja nicht einfach aus dem Fenster werfen. Nicht? Ach, es muss doch. Der Asteroid, der im Abbausektor zum Schmelzen verwendet wird. Was ist damit? Wenn ich den SOS-Sender an dem Asteroiden anbringe und ihn dann vom Schiff weglenke, bekommen wir eine saubere Übertragung. Und du wärst tot. Die Maschinen laufen noch alle, Isaac. Das hat wahrscheinlich auch diese Dinger ferngehalten. Das ist unsere einzige Chance, Kendra. Ich werde es versuchen. Ziel gescheitert, ja. Platziere einen SOS-Sender auf dem Asteroiden. Ja, das war klar. Zerstöre die Gravitationsstrahlen. Gravitationsstrahlen, welche sind das denn? Das hier, diese... Oder sind das die hier? Diese Strahl außen. Sind das die hier? Na, gucken wir uns an. Werden wir ja sehen. Ach, warte mal, hier sind, waren die auch Level 3, ja, meine ich doch. Sehr schön, Level 3, alles meins. Dann wollen wir doch mal. Immer ein Safety speichern. Immer einmal mehr als einmal zu wenig. So. Oh, warte, ich habe hier noch. Hatte ja noch einen Energieknoten, ne? Den können wir gleich mal mit verwursten. Ein Energieknoten. Ja, gut, dann gehen wir hier nochmal gleich direkt auf TP. Dann haben wir erstmal. Fast auf Max erstmal. Geupgradet. Ich denke mal, der nächste Anzug hat dann noch wieder ein paar mehr Plätze. Gucken wir mal, wie viel Geld haben wir? How much money? 9.950. Rüstung 10%. Was heißt Rüstung 10%? Nur 10% Rüstung? Also richtig so? Achso, wir haben noch Geld, also hier, oder? Kaufen wir auch noch mal ganz kurz. Das war hier, ne? Ja. Und wo schon was verkaufen? So, verkaufen. Was ist das? Energiekanone? Verkaufen. Mal hier, 10.000 Ocken. Mal eben auf knapp 23.000. Ja, siehst du, dann kommen wir doch schon ein bisschen näher. Ah. Alicia, grüß dich, hallo. Ja. Flammenwerfer, Ripper Upgrade, Laserkanonen Upgrade, alles fein, aber ich weiß nicht, ob wir die Waffen noch so weit upgraden können. Strahlenkanone, ja. Ripper Upgrade, Flammenwerfer, Laserkanonen. Immer so schwer entscheiden. Allerdings haben wir TP-Update, das Upgrade, das ist schon mal wichtig. Das ist schon mal wichtig. Das brauchen wir auf jeden Fall. Also alles, was in der Rig drin ist, ist sowieso schon mal wichtig.
Wir brauchen einen Generator. War hier draußen einer? Nee, das wäre mir aufgefallen. Ich glaube, den müssen wir uns von oben holen, befürchte ich mal so. Ja, ich glaube, den müssen wir von oben holen. Ey, was ist das von oben holen? Dann müssen wir erstmal hier erstmal Energie verhaben. Dann müssen wir den von draußen mitnehmen. Den wir draußen hatten. Mal gucken, ob wir den mitnehmen dürfen. Oder ob wir den überhaupt wieder rauskriegen, das ist ja die Frage. Jetzt habe ich hier keinen anderen gesehen. Den müssen wir haben. Den müssen wir haben, den nehmen wir mit. Ich glaube, du bist kaputt. Mal wieder keine Munition für die Waffe. Nice. Love die. Puh. Da müssen wir hin, aber wir gehen erstmal hier rein. Stasi-Pakete gleich zwei. Halbleiter Gold. Das macht mich ein bisschen. Na gut, Halbleiter ist noch nicht so merkwürdig, aber. Stase-Pakete. Na gut, gucken wir mal. Wir werden sicherlich gleich Stase brauchen, wie sich das wieder so aussieht. Na, gucken wir gleich mal. Das hab ich mir fast gedacht. Halt! Boah. Einmal gehäutet! Aus dir wird gleich noch ein schöner Schmetterling, wenn ich mit dir fertig bin. Oder vielleicht auch nicht. Also kein Schmetterling. Na gut. Man kann es ja mal probieren. Ah, Stase. Stase-Aufladung. Das heißt, wir werden gleich viel Stase brauchen. Ja, okay, wo müssen wir hin? Da drüben als erstes. Na gut, dann gehen wir da hin. Wenn das Spiel sagt, dass wir da gehen sollen, dann gehen wir doch da rein. Ist doch kein Problem. Okay. Schwerelosigkeit aktiviert. Hast du einen Plan? Nicht einen Plan? Es gibt keine Notabschaltung. Ich muss sie auf herkömmliche Weise deaktivieren und den SOS-Sender an der Oberfläche anbringen. Okay. Doch schon wieder irgendwas rauschen hin hier gerade. So, wo soll ich denn hin? Irgendwo dahin. Irgendwie glaube ich, soll ich diese. Warte mal, diese Strahlen muss ich erstmal zerlegen, ne? Die muss ich zerschießen oder was ist damit? Ach so, die Nummer war das. Ja, alles klar, dann weiß ich. Dann weiß ich mehr. Mach nur einen.
Wo bist du? Where are you? Scheiße. Nochmal. Wo ist der andere Herbert? Alter, wie das geil, wie geil das aussieht, wenn wir so den das Fleisch vom Pelz brennen, ne? Das sieht so ein bisschen geil aus, muss ich sagen. Also optisch ist das nochmal echt eine Bombe. Ich meine, es war ja schon, war ja so schon im normalen Spiel, war das ja schon krass, den Gegner den Gliedmaßen wegzuballern. Aber die jetzt noch einmal komplett auf links zu drehen, das ist schon ein bisschen hart. So, erstmal gucken, haben wir hier noch irgendwo Kisten, die wir nehmen können? Nicht wirklich, ne? Haben wir nicht alles. So. Hier die Frage, wo wir jetzt durchswitchen können. Hat das ein bisschen. So, da sagt das Spiel, da sollen wir raus. Auf die andere Seite. Warnung. Ladung 8772 ist nicht mehr gesichert. Ungeschultes Personal muss den Abbausektor sofort verlassen. Ja, hier flog da gerade was. Was? Ach da. Warte. Muss erstmal Waffen holen. Warte. Immer noch, warte. Gut, dann haben wir es, ne? Ist hier vielleicht noch Pflicht noch irgendwas rum, was wir brauchen können? Ich glaube. Hier ist, glaube ich, nichts weiter. Sieht natürlich schon fett aus, ne? Geil. So. Gut, haben wir. An dem Moment, jetzt müssen wir den Sender hier irgendwo hinbringen. Warte. Die müssen wir ja draußen ansetzen, stimmt ja. Müssen wir nochmal raus. Da müssen wir ihn setzen, alles klar. Oh, bitteschön. Da flog doch noch gerade wieder was.
müssen sie doch nochmal nach da oben. Nee, doch dahin. Das mache ich doch. Deaktiviert. Geil. Puh. Ah, da kommt doch gleich noch einer, ich spür's. Was war jetzt hier noch drin? Achso, ja, die nur. Okay. So, jetzt müssen wir nur noch abschießen, den Kameraden. Wenn wir denn dürfen. Das mit den Flammen ist neu. Achso, ich glaube, die mussten wir wieder mitnehmen, ne? Ups. Na. Mist, hab ich ganz vergessen. Ich vergesse jedes Mal diese Drecksviecher. Ich hab ja auch... Moin! Scheiße. Scheiße! Genau aus dem Grunde! Ich habe auch keine vernünftigen Waffen mehr. Ah. Ja, das ist auch so blöd, dass man nicht mehr ballern kann, ne? Das ist so mies. Ruhe. Haben wir noch? Haben wir nicht. Scheiße. Lass uns mal ein Medikit kaufen, nützt ja nichts. Wenn ich schon zu dämlich werde, muss ich wenigstens auch Geld dafür ausgeben. So, einmal. Und einmal verkaufen. Dieser Laser, ja, okay. Oh. Ich bin mal überlegen, ob ich nach der Mission hier nochmal versucht, die anderen Missionen zu spielen, die hier, warte. Untersuche Mercers Quartier, das können wir nicht mehr. Das Besatzungsdeck abgeriegelt, das ist ja gut. Das zum Beispiel hier, Gewebeprobescan. Rick von Chefingenieur Rousseau, weil ich meine, war das nicht Rousseau das, wo wir auch Level 3 für brauchen? Hoffentlich ist Volker Strick in der Hangaranlage, da können wir auch noch. Wir können es ja mal probieren, mal schauen.
Können wir ja mal gucken. Hier waren nicht zwei da drin, das hat man eigentlich alles weggelootet. Ja. So. Jetzt sollten wir eigentlich... Und weg damit. Der Sender ist online und sendet im Breitband. Ich richte den Empfänger aus. Mach das. Das wird eine Weile dauern. Geh zurück zur Monorail-Station. Geh zurück zur Monorail-Station, natürlich. Wenn wir dann lebend ankommen. Gefährliche Anomalie registriert. Ja, ist ein Ding. Och nö. Scheiße, solange der Jäger da ist, kann das System die Abriegelung nicht aufheben. Das ist ein Ding. Du musst die Türentriegelung überbrücken. Ich versuch. Die Explosion hat die Hälfte der Platinen gekillt. Fast geschafft. Halte durch. Halte durch. Du bist ja süß. Nein, Helen. Nein. Oh, ich hab dich doch gerade... Mann! Oh, Alter, verarscht mich gerade. Ich muss hier nur aus der Ecke raus. Manuelle Entriegelung bereit. Ja, mach ich doch. Tschüss. Oh, moin. Nicht tschüss. Moin. Den muss ich noch mithaben. So, ich hau mich. Ich geh mal woanders hin. Nee, da nicht dahin. Ich will hier hin. Da können wir nicht. Scheiße. Ich speichere mal zwischen, wenn es recht ist. Ja, dieses Vieh, ne? Dieses dreckige, unbesiegbare Vieh. Haben wir noch was zum Verkaufen? Ich glaube, ich gehe mal weiter. Da grunzt sich hier schon durch. Ich hau mal lieber ab. Moin! Moin! Ich hau mal ab. Manchmal muss man auch einfach fliehen. Wenn man kann. Tschüss. Ich bin meine Arroganz wird gleich bestraft. Alles wohl weg. Aber sicher bin ich nicht. Das System spielt wieder verrückt. Ach, das tut mir aber leid. Ich sehe wieder Kamerastörungen, die wie mein Bruder aussehen. Er winkt mir zu. Wenigstens ist der Sender unterwegs. Ich richte mal die... Warte. Array-Empfänger reagiert nicht? Die Kommunikation. Wir haben sie nie repariert. Es lag wohl doch nicht am Encoder. Na toll. Wo
Hoffentlich waren die 48 Stunden auch falsch geschätzt. Ohne Kommunikation keine Rettung. Nimm die Monorail zur Brücke. Ich öffne die Tür zum Kommunikationsraum. Noch gerne. Was mit dem Array passiert. Und keine Sorge wegen Nicole. Wie Hammond sagt, sie wird das Richtige tun. Ich mache mir gar keine Sorgen. Ich mache mir mal gar keine Sorgen. Was bist du denn jetzt? Kommt noch mehr? Kommt noch mehr! Mensch, du. Kugelt in die Hölle. Sag euch das. Ruhe. Lebst du noch, oder? Naja, Leben ist relativ. Na, hier hätten wir nochmal speichern können. Egal, machen wir trotzdem. Alter! Das macht das Spiel auf der anderen Seite auch wieder so geil. Da muss man ganz ehrlich sagen. Also. Bist du drei? Du bist drei. Freigabe bestätigt. Oh, das ist doch fein. Was hat drüben noch was? Level 3? Da ist nichts mehr. Energieknoten. Haben wir noch Energieknoten? Nein, haben wir nicht. 25.000 Ocken. Das ist halt die Frage, sparen wir jetzt auf noch einen besseren Anzug oder? Wir haben kaum Munition, das ist so ekelhaft. Warte mal, haben wir noch irgendwie. Wir müssen noch gucken, haben wir das in Ripper-Klingen hier, glaube ich, ne? Ripper. Ne, oder? Ripper. Die rüsten wir mal aus. Ripper, was haben wir noch? Dann haben wir Laser, hätten wir noch. Laser haben wir aber auch minimal. Laserkanone. Ja, aber nützt ja nichts. Wir haben ja nichts sonst. So, und da war der Masterzugang, ne? Ja, kommen wir nicht durch. Oh, das ist Level 3? Level 3. Freigabe bestätigt. Ach, jetzt kriegen wir Munition dafür. Kapitel 7 abgeschlossen. Jawohl. Suchen und retten. Kapitel 8. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben über 12, 13, 14 Kapitel oder irgendwas. Also haben wir noch ein Baden was vor uns. Was ist eigentlich auf dieser Seite? Ich hatte ja gesagt, nach der Mission vielleicht mal gucken. Gewebeprobe scannen. Anzeigen. Wo müssen wir denn ganz hin? Aber ich sehe hier gerade, wir könnten hier einmal durch. Da ist nämlich Level 3. Warte mal. Wir gehen hier mal durch. Jetzt hier der nee.
Ich hatte doch hier gerade Level 3 gesehen. Da sind wir an Level 3 Zugang. Ich würde sonst einfach mal hier speichern und dann müssen wir mal sehen, ob wir beim nächsten Mal vielleicht nochmal ein, zwei Nebenquests machen. Wie gesagt, das Einzige, was mich nur interessieren würde, was es mir bringt, die Rick von irgendwelchen Spielern, von irgendwelchen anderen Figuren zu holen. Was bringt mir die Rick? Ich meine, das Einzige, also so wie ich das sehe, die Rick wäre höchstens, dass wir hier, dass wir das hier freigespielt kriegen, oder? Eine Nebenmission? Tutorials? Nebenmission? Kapitel 7? Da. Gewebeprobe. Das wären halt diese Sachen, die wir freischalten könnten. Gewebeprobe. Hast du was gefunden, Isaac? Es ist, nennen wir es eine Gewebeprobe. Von Mercers persönlichem Jäger. Vorsicht. Wer weiß, welche verrückte Wissenschaft in diesem Ding steckt. Okay. Die Nummer war das. Logbuch öffnen. Schlüsselelemente anzeigen. Guck mal, da haben wir ja noch einige. Guck mal hier, zum Beispiel die Gewebeprobe, genau. Das ist das. Damit könnten wir dann eben halt nochmal in dieses DNA-Labor gehen. Dallas Rack. Da könnte ich denke mal, damit können wir höchstens, glaube ich, Nebenmissionen oder sowas freischalten. Na gut, machen wir an dieser Stelle erstmal eine kleine Aufnahmepause. Und ich würde mal sagen, dass wir sonst mal in der nächsten Aufnahme mal probieren, vielleicht mal so ein, zwei Nebenmissionen zu machen. Weil jetzt sind wir Level 3. Und ich meine, dieses mit dem Russo und das mit dem Gewebeprobe, da müssen wir Level 3 für sein. Müssen wir mal gucken, ob wir da hinkommen. Naja, machen wir an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut.